Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ich packe hier gerade den D-Bot Osmo 950 aus, das neue Topmodell von Ecovex Robotics, wenn es hier um das Sauberhalten von eurem Heim geht. Und das Teil schauen wir uns jetzt mal ganz genau an, denn er hat richtig tolle Funktionen zu bieten, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Tja, und da steht schon alles vor uns, der komplette Lieferumfang. Natürlich einmal der D-Bot Osmo 950. Wir haben die Ladestation mit passendem Ladekabel, der Wischaufsatz mit Mikrofasertuch, das natürlich gereinigt werden kann. Wir haben natürlich hier die Bürsten und hier noch ein paar Ersatzbürsten gleich mit dabei. Also zwei Sets von Bürsten. Wir haben einen Ersatzfilter. Wir haben hier nochmal, da habe ich erstmal genau nachschauen müssen, Einwegreinigungstücher, die man dann auch unter diesen Wischaufsatz hier drunter machen kann. Also Einweg und das ist Mehrweg-Mikrofaser. Dann haben wir noch, ganz interessant, hier einen Direktsaugaufsatz. Junge, Junge, eine ganze Menge, Leute, ihr seht das Ganze schon. Und ich würde sagen, wir richten den D-Bot jetzt mal hier gemeinsam ein und schauen mal, was er so kann, oder? Ja, doch, machen wir. Also, wir sehen schon den D-Bot, typische runde Form. Wir haben einmal hier oben die Sensoren, mit denen er dann die Räume auch vermisst. Das sind, glaube ich, Lasersensoren, die da sogar drin stecken. Er hat hier einen Button zum Ein- und Ausschalten und er hat, ihr habt es vielleicht schon bemerkt, keine Fernbedienung. Nein, der hat so viele Funktionen, das könnte man mit einer Fernbedienung gar nicht steuern. Ihr braucht hier für euer Smartphone oder für diese Autoreinigung kann man den auch per Knopfdruck dann einfach losschicken und auch wieder zurück hier auf seine Ladestation schicken. Aber für alles Weitere gibt es dann die extra App dafür. Wir machen mal hier die Klappe hoch, dann seht ihr auch schon direkt, was wir hier noch finden. Einmal den Staubbeutel oder den Staubbehälter besser gesagt. Den kann man hier sehr leicht rausnehmen. Er kann auch dann hier per Knopfdruck geöffnet werden und dann kann man ihn wunderbar ausschütten und entleeren. Und hier haben wir dann die ganzen Filter eingebaut, die man auch nochmal separat entnehmen und reinigen kann. Hier ist der Ersatzfilter, habe ich euch eben schon gezeigt. Also sehr leicht zu entnehmen, ganz einfach wieder zu schließen und natürlich auch wieder einzusetzen. Das finde ich schon mal gut. Dann haben wir hier noch ein kleines Werkzeug für die Wartung. Da ist so eine kleine Rasierklinge auch mit dran, damit man dort Haare, die sich irgendwo um die Bürste gewickelt haben, losschneiden kann und ein kleines Pinselchen zum Sauberhalten. Das ist gut. Dann haben wir hier den Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten und den Pairing-Button, schätze ich mal hier, für die Internetverbindung. Ja, und natürlich direkt nochmal hier einen QR-Code, wo man dann Informationen oder vielleicht sogar direkt zur App kommt. Gute Frage. Die sich glücklicherweise sehr schnell klären lässt, also Handy vorgehalten und wir öffnen einfach mal hier, was im QR-Code drin steckt. Und jawohl, wir kommen dann direkt zur App, die wir brauchen, zur Ecovex Home App. So, bei mir lädt die schon runter, aber wir packen erstmal noch ein bisschen weiter hier aus und schauen mal rum. Also, Staubbehälter haben wir, aber der hier kann nicht nur saugen, der 950, nee, der wischt auch eure Wohnung durch. Natürlich hier mit dem Aufsatz und dafür braucht er noch ein bisschen Wasser. Und der Wassertank, der sitzt hier hinten, da kann man es sehen. Wunderbar, einmal hier die Klappe öffnen, Wasser reinfüllen und wieder schön verschließen und dann setzt man den Wassertank wieder hier hinten an und es ist bereit, um feucht durchgewischt zu werden. Gehen wir mal ein bisschen hier nach vorne. Dort sehen wir natürlich auch nochmal, dass er bemerkt, wenn er irgendwo gegenstößt. Er hat aber auch hier Sensoren, damit er erst gar nicht irgendwo dagegen stößt. Aber wenn es dann doch mal passiert, dann spürt er das natürlich hier durch diesen Drucksensor an der Vorderseite. Gehen wir mal nach unten, denn auch da gibt es eine ganze Menge zu sehen. Wir haben einmal hier das kleine bewegliche Vorderrad, das wird nicht angetrieben. Hier die beiden angetriebenen Räder, die natürlich nochmal schön gefedert sind, damit er dann auch gut über Unebenheiten fahren kann. Hier haben wir die Aufsätze für die beiden Bürsten, für die Hauptbürsten, also die den Dreck hier in die Mitte befördern. Und ihr seht, die sind farblich gekennzeichnet. Einmal grün, das kommt dann hier auf die Seite. Und einmal die rote Bürste, die kommt dann hier dran. Und die kann man ganz leicht anklippen und dann auch ganz leicht wieder abziehen, was sehr wichtig ist für die Reinigung. Denn aus meiner Erfahrung, ja gerade wenn ihr eine Frau im Haushalt habt oder habt selbst längere Haare, da wickelt sich gerne mal was um. Da muss man ab und zu mal die Bürste abnehmen und ja den Filzknäuel quasi entfernen. So, hier vorne sehen wir nochmal die beiden Ladekontakte. Damit lädt er sich dann auf hier über die Ladestation, auf die er natürlich selbstständig hinfährt. Also da braucht man ihn nicht extra hinschicken, sondern wenn er merkt, oh, hier Akku leer oder ich bin fertig, dann fährt er selbstständig hier auf die Ladestation. Hier werden nämlich Infrarotstrahlen ausgesendet, die er dann erkennt und dann seine Ladestation findet.
Dann haben wir hier die Hauptreinigungszone oder sagen wir mal dort, wo der ganze Schmutz reintransportiert wird. Die Bürsten hier, die schaffen es ja hier in die Mitte, er fährt drüber und wir haben hier nochmal eine rotierende Bürste, wodurch dann der Schmutz in den Hauptbehälter transportiert wird, zusätzlich zur Saugleistung. Das versteht sich ja. Öffnen wir mal hier diese Klappe, das geht auch total einfach. Hier mit dem Mechanismus, auch sehr wichtig, denn wir müssen das Ding ja mal reinigen und warten. Und da gibt es noch eine kleine Gummilippe hier vor, gefällt mir alles ganz gut. Und dann haben wir hier die Hauptbürste und auch die können wir, ihr seht, sehr leicht runternehmen. Das ist eine Kombination aus Borsten und hier aus Gummilippen und das wird dann hier genutzt, um den Schmutz in den Staubbehälter rein zu transportieren. Aber, ja, der kann hier nicht nur mit der Bürste, die ist zwar super praktisch und vor allem sehr gut für die Reinigung, denn wenn es mal richtig, ich sag mal, hart auf hart geht, dann macht ihr hier eine hohe Saugleistung an. Er hat 3 verschiedene Saugstufen übrigens. In der Normalstufe ist er auch gar nicht so laut, 66 Dezibel, aber wenn ihr dann Teppiche habt, dann macht ihr hier eine hohe Saugstufe an, benutzt hier die Bürste und dann macht er auch Teppiche ordentlich sauber. Aber wenn man es zum Beispiel nur für glatte Böden benutzt oder ihr habt auch Haustiere, dann könnt ihr natürlich auch gerne mal die Bürste einfach rausnehmen und den Direktsaugaufsatz dann befestigen. Da ist keine Bürste dran, da wird dann einfach nur eingesaugt. Ist natürlich echt praktisch, wenn ihr Tiere habt und ihr habt echt viele Haare und lässt den täglich oder alle 2 Tage fahren. Ja, hier um so eine Bürste wickeln sich die Haare ganz gerne mal rum, dann kann das unpraktisch sein. Deswegen kann man die dann entnehmen und wir setzen einfach hier den Direktsaugaufsatz ein. Geht auch super einfach, einfach hier reinsetzen, festklippen, schon ist er drin und es kann nur noch gesaugt werden. Und wenn es dann wieder intensiver sein soll, einfach wieder hier die Bürste einsetzen. Das finde ich echt gut, doch finde ich klasse, denn ganz ehrlich, mir reicht eigentlich das hier, dass der dann immer nur saugt, denn wir haben ja ein Tier hier, unseren kleinen Kater und der verliert einiges an Haaren, die können dann gut weggesaugt werden. Hier haben wir nochmal den Putzaufsatz, also unser Mikrofasertuch. Auch die Befestigung ist sehr, sehr einfach. Ihr seht hier unten die beiden Aufnahmen, da stecken wir das ganze Konstrukt hier einfach an. So. Und schon kann es losgehen und da kann dann auch nicht nur gesaugt, sondern auch gewischt werden. So Freunde, das war erstmal der kleine Rundgang. Er wiegt übrigens so, lasst mich mal wiegen, ja, doch, ich glaube so um die 4,5 Kilogramm bringt der Gute hier auf die Waage. Hier oben bekommen wir nochmal erklärt, einmal Knopf drücken, er legt los und dann gedrückt halten für 3 Sekunden und er fährt wieder zurück auf die Ladestation, so zur Kurzbedienung eben. Aber die Bedienung, die schauen wir uns gleich nochmal an, wie gut das auch hier mit der App funktioniert, mit der Einrichtung. Aber Freunde, der Kollege hier muss erstmal 5 Stunden lang aufladen, bis er hier zur ersten Reinigung schreiten kann. Das heißt für mich, ich nehme jetzt hier mal die Ladestation, das Kabel und verpasse ihm etwas Strom. Und während der D-Bot jetzt unter fachkundiger Aufsicht lädt, ja, schauen wir uns mal die App an, würde ich sagen. Hier ist sie schon, die Ecovex Home App. Ich öffne die mal. Wenn ihr die zum ersten Mal öffnet, müsst ihr natürlich mal wieder ein Benutzerkonto erstellen. Geht ganz leicht, E-Mail-Adresse, Passwort und fertig ist die Geschichte. Dann landen wir auf diesem Bildschirm hier und kommen zu dem Punkt Roboter hinzufügen. Das wollen wir tun. Scannen Sie den QR-Code auf dem Roboter, um einen Roboter hinzuzufügen. Jo, habe ich verstanden. Dann schauen wir doch mal. Wir gehen hier auf Scannen, dann Kamerazugriff erlauben und ja, wir gehen mal flott rüber zum D-Bot. Tja, das ist der einzigste QR-Code, den ich hier gefunden habe. Schauen wir doch mal. Und das hat wohl funktioniert. Und als nächstes müssen wir den D-Bot mit unserem WLAN verbinden. Wichtiger Hinweis, 5 GHz WLAN wird nicht unterstützt, also nur 2,4 GHz. Okay, ich tippe mal hier auf WLAN, komme hier in meine Einstellungen rein, wähle einfach mal hier mein aktuelles WLAN aus. Ja, brauche ich das überhaupt? Keine Ahnung, wir gehen nochmal zurück und dann gebe ich mal mein Passwort ein. Und wir verbinden uns. D-Bot aktivieren, öffnen Sie die Abdeckung des D-Bot, schalten Sie das Gerät ein und warten Sie auf den Startton. Das habe ich eben schon gemacht, dann hat er kurz hier mit mir geredet, dass er am Laden wäre und ich sollte doch mal den Wischmopp entfernen. Also er spricht mit euch, Freunde. Ich gehe dann hier mal direkt auf Weiter. Drücken Sie eine Sekunde lang auf die Reset-Taste. Ein Signalton zeigt an, dass der D-Bot für die Netzwerkeinrichtung bereit ist. Okay, also nochmal kurz hier zum Kollegen rüber. Wir öffnen hier die Klappe und den Knopf, den habe ich euch eben schon mal gezeigt. Das ist der hier, also kurz drücken. I'm ready for network setup. Und da hat er es gesagt, er wäre dann bereit für das Setup. Also ich habe den Ton gehört, kann ich hier auswählen. Gehe einmal auf Weiter.
Und dann müssen wir jetzt in die Einstellungen gehen und das IQOVEX WLAN auswählen. Da ist es schon, IQOVEX 0493, einmal auswählen. Ich hoffe, man hat es gehört. Der Robo hat mal wieder gesprochen. Er sagt, er wäre verbunden und wir könnten doch zurückgehen in die IQOVEX App. Okay, wir sind eigentlich hier verbunden und trotzdem lässt er mich hier nicht weitergehen. Also wir gehen nochmal in die Einstellungen. Wir sind verbunden, gehen nochmal zurück in die IQOVEX Home App. Und dann müsste es doch weitergehen. Tja, und da hatte ich tatsächlich ein Problem. Ich habe ja das Telefon gewechselt auf mein iPhone 10, denn ich hatte es hier vorhin auf meinem 7er, das filmt jetzt hier gerade, probiert. Vielleicht, weil ich da die Beta von iOS 13 drauf habe. Hier hat es auf jeden Fall auf Anhieb geklappt mit dem Verbinden. Ihr seht es, erfolgreich, die Dboard Osmo 950 Serie. Ich gehe mal hier auf Fertig und dann ist er hier mit in der Liste drin. Wir können mal drauf tippen und schauen, ob sich da irgendwas tut. Und stellen Sie sich Ihrem Dboard vor. Bitte aktivieren Sie fortgesetzte Reinigung, um sicherzustellen, dass alle Aufgaben erledigt werden. Ja, dann machen wir das doch mal und gehen auf Weiter. Damit Dboard Sie nicht stört, aktivieren Sie bitte den Ruhemodus und legen Sie einen Reinigungsplan fest. Okay. Könnte ich jetzt machen und sagen, hier von 10 bis 8 Uhr oder auch sonst irgendwie soll er hier nicht rumrödeln und automatisch reinigen. Machen wir das doch mal. Ich gehe auf Weiter und dann will er hier zum Starten der Reinigung, dass ich da einmal drauf tippe. Und wir können uns auch erinnern lassen, dass hier das Wischtuch mal ausgewechselt wird. Hier der Wassertank soll sofort nach dem Wischen entleert werden. Alles so kleine Hinweise. Ja, Autoreinigung. Programmieren Sie einen Reinigungsweg für die ganze Wohnung. Ja, so weit sind wir jetzt allerdings noch nicht, denn er muss natürlich erstmal fahren und mit seinen Lasersensoren hier die ganze Wohnung vermessen, damit wir hier den richtigen Grundriss haben. Und dann kann man hier sehr interessante Dinge mit tun, aber dazu kommen wir gleich. Jetzt legen wir erstmal mit der Reinigung los. Also erstmal Wassertank rausnehmen und auffüllen, wieder einstecken und es kann losgehen im kombinierten Modus saugen und wischen gleichzeitig. Und dann macht er sich auf den Weg, unser Dboard. Und was sehr interessant ist, er hat ja hier diesen Lasersensor auf der Oberseite, der sich dreht, also ein rotierender Lasersensor, der die Karte erstellt von der Umgebung. Und das kann man live in der App direkt mit beobachten, wie er die Karte hier erstellt. Und das geht mit diesem Sensor echt super fix. Das fand ich sehr beeindruckend, wie man da sehen kann, wie direkt diese großen Flächen ja erfasst werden. Und er macht sich dann sein Bild von eurer Wohnung und macht dann eben quasi eine Roadmap, dass er weiß, wo jetzt hier die verschiedenen Räume sind, wo man fahren kann und vor allem, wie er effektiv dann fahren kann. Und das macht er sehr gut und vor allem auch sehr angenehm und leise. Also diese 66 Dezibel, die sind sehr, sehr angenehm. Und das macht er ja bei normaler Lautstärke oder ich sag bei normaler Saugleistung. Er hat ja noch eine Maximalsaugleistung und eine super Maximalsaugleistung und er hat sogar noch einen flüsterleisen Modus. Der ist ein bisschen schwächer und der ist dann noch leiser. Da könnte man sogar nebendran fast schlafen, würde ich sagen. Also der ist von der Geräuschentwicklung sehr, sehr angenehm hier, der Dboard. Er hatte hier bei mir auch keine Probleme, dass er irgendwo hängen geblieben ist. Ich habe einige Hindernisse extra stehen lassen, wie zum Beispiel meine Barhocker, die ja so klassischerweise öfters mal ein Problemchen darstellen für meinen anderen Saugroboter. Da hat er hier gar keine Probleme. Genug Bodenfreiheit, die Räder sind groß genug, der kämpft sich hier überall drüber. Auch bei dem Kratzbaum, da kämpft er sich drüber. Er ist zwar ja, recht hartnäckig immer dran hochgefahren, aber nicht hängen geblieben und konnte immer wieder weiterfahren. So soll das sein, man will ja nicht ständig hinterherräumen müssen. Also ich habe schon gesagt, die Saugleistung kann man hier einstellen. Man kann aber auch einstellen, wie viel Wasser hier zum Wischen ausgesondert wird oder wie stark jetzt dieser Wischmob unten drunter befeuchtet wird. Da kann man also verschiedene Stufen wählen und dann ja, wird das eben entsprechend nass. Kann man einfach ausprobieren. Hat auch sehr gut funktioniert. So von der Wischleistung her, ja, es wird eben mit einem Mikrofasertuch feucht durchgewischt. Da darf man jetzt keine Wunder erwarten, aber man kann hinterher durchaus einen kleinen Unterschied erkennen, wo jetzt gewischt wurde und wo nicht gewischt wurde. Also ich finde es auf jeden Fall gut, vor allem, dass das hier alles auf einmal passiert. Saugen und wischen, das ist eine prima Sache. Was ebenfalls eine super tolle Sache ist, dass man ihm Barrieren einzeichnen kann auf der Karte. Also wenn ihr mal eure Wohnung kartografiert habt, dann könnt ihr Barrieren einbauen, einfach auf der Karte. Er merkt sich das ja alles durch diesen tollen Sensor und dort fährt er dann nicht drüber, wenn ihr nicht wollt, dass er in einen bestimmten Raum reinfährt oder er soll, keine Ahnung, irgendeinen Bereich, wo er öfters mal seine Probleme hat, komplett auslassen. Dann zeichnet ihr einfach dort die Barriere ein, virtuell, und er fährt dort nicht mehr hin. Finde ich eine
eine super Sache. Das fehlt mir bei den anderen echt, muss ich sagen. Das ist toll. Genauso kann man auch auf der Karte dann einzeichnen, wo er nochmal intensiver reinigen soll, ob er nur einen gewissen Bereich reinigen soll. Da gibt es also sehr, sehr viele Möglichkeiten und all das funktioniert nur wegen der tollen SmartNav-Navigation. Apropos Navigation, ihr könnt hier sogar mehrere Stockwerke einspeichern. Der kann nicht nur die eine Karte sich merken. Nee, ihr könnt dann zum Beispiel Erdgeschoss und erster Stock, kann er sich beides merken. Dann müsst ihr ihn eben nur hochtragen mit seiner Ladestation und dann kann der dort sich die Karten abspeichern und kann dann auf mehreren Etagen das Ganze abfahren. Auch das ist eine Funktion, die ich so noch nie gesehen habe. Also ich muss sagen, ich bin mit der App wirklich gut zurechtgekommen. Sie ist sehr intuitiv zu bedienen. Die ganzen Funktionen erschließen sich einem recht einfach. Es wird auch immer schön erklärt, was jetzt hier welcher Modus genau bewirkt. Man kann einstellen, dass wenn er zum Beispiel unterbricht, weil sein Akku leer ist, aber er hat die komplette Wohnung noch nicht gereinigt, dass er hinterher dann automatisch weitermacht, aber dann nur dort nochmal reinigt, wo er noch nicht war. Das ist eine coole Sache. Wobei, ihr braucht schon eine echt große Wohnung, damit das notwendig wird. Denn bei mir hat er hier alles sauber gemacht, gesaugt, durchgewischt, ist hinterher auf seine Station gefahren, hat gesagt, so, ich wäre dann fertig, Reinigung ist abgeschlossen. Und der Akku, der war noch nicht mal auf halb runter. Also der hat eine echt grandios gute Akkulaufzeit. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, bis zu 200 Minuten kann er hier maximal reinigen. Also sagen wir mal gute 3 Stunden. Und da schafft er so um die 140, 160 Quadratmeter. Das ist eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Also ihr seht, er kann eine ganze Menge. Er ist wirklich der ausgereifteste und intelligenteste Saugroboter, den ich hier jemals im Test gehabt habe. Und ich muss sagen, ich bin sehr angetan von ihm. Also was er liefert, ist richtig klasse. Ganz viele tolle Funktionen. Unter anderem habe ich fast vergessen, ihr könnt den natürlich auch mit Amazons und Googles Sprachassistent steuern. Dort kann man dann eben auch die Reinigung starten oder ihn wieder zurück auf seine Station schicken. Und das Ganze per Zuruf. Auch das funktioniert sehr gut, ist aber jetzt nichts Neues. Das konnten die älteren D-Bots auch schon. Aber ist trotzdem eine tolle Sache. Gerade weil auch hier keine Fernbedienung da ist. Oder man plant einfach, wann er reinigen soll. Ihr könnt die Ruhezeiten einstellen. Er kann so, so viel, Freunde, und er liefert eine richtig gute Reinigungsleistung ab. Wir schauen mal, ich habe ihn ja jetzt hier mal eine Weile laufen lassen. Ich mache mal hier die Klappe auf, nehme mal hier den Staubbehälter raus und dann kann man schon sehen, ja, er hat eine ganze Menge Schmutz und vor allem hier in meinem Fall Tierhaare eingesammelt. Ich habe es ja gesagt, bei uns der Kater, der verliert Haare wie bekloppt. Und schaut es euch an, hier ein ganz dickes Tierhaarknäuel. Deswegen habe ich auch hier nur diesen Saugmodus und habe die Bürste ausgebaut, weil das einfach bei Tierhaaren dann die praktischere Lösung und praktischere Variante ist. So, hier wieder einsetzen. Schauen wir nochmal hier auf die Wischeinheit. Also der Wassertank, der ist leer. Er hat das komplett aufgebraucht, hier den Wasservorrat. Einfüllen ist super easy. Und hier unten haben wir dann das Mikrofasertuch. Und ihr seht schon, ja, da ist einiges an Schmutz drin hängen geblieben. Ich glaube, hauptsächlich aus der Küche ist das hier auch noch Katzenfutter, würde ich fast mal sagen. Also man sieht schon, er hat hier durchaus einiges weggeholt. Und ja, das Tuch kann man sehr leicht runternehmen. Das ist ja mit einem Klettverschluss dran befestigt. Dann macht man einfach hier das Mikrofasertuch einmal ab. Sauber machen, waschen, wieder dran klatschen und dann kann das Ganze nochmal verwertet werden. Tja Leute, und damit kommen wir schon zum Fazit, würde ich mal sagen. Der D-Bot 950, das neue Spitzenmodell von Ecovex Robotics, ist wirklich spitze. Mit SmartNav 3.0, das ist hier die Navigationstechnik, die hier drin steckt, mit dem rotierenden Laser, der super eure ganze Wohnung kartografiert, sogar mehrere Etagen. Er sucht sich selbst seinen Weg, erstellt eine Karte, er merkt, wenn er überall war und fährt dann auf seine Station zurück. Der hat einfach ganz viele tolle Funktionen, eine kleine Sprachausgabe. Man kann sie auch auf Deutsch umstellen übrigens. Bei der Einrichtung war ja alles nur auf Englisch eingestellt. Er hat eine super lange Akkulaufzeit, 3 verschiedene Saugstufen, er ist leise, er wischt gleichzeitig mit durch. Was soll ich sagen? Ein tolles Ding. Ein richtig toller Saugroboter zum, allerdings auch sehr, sehr stolzen Preis. Knapp 600 Euro, 594 glaube ich aktuell, wo ich das hier aufnehme, kostet das Teil hier bei Amazon. Dafür muss er natürlich auch abliefern. Und das tut er auch. Also wer den Batzen Geld in die Hand nimmt und sich hier den D-Bot Osmo 950 zulegt, bekommt einen Saugroboter der absoluten Spitzenklasse zu einem Spitzenpreis. Ich bin auf jeden Fall hin und weg und
habe eigentlich gar nichts, was ich hier großartig bemängeln kann. Also mir ist kaum was eingefallen. Außer eine kleine Funktion würde ich mir noch wünschen, die ich bei den älteren Geräten immer hatte mit Fernbedienung, dass ich ihn per Fernbedienung auch steuern kann, dass ich ihn irgendwo in einen speziellen Raum dann fahren lassen kann. Ich meine, das kann ich natürlich jetzt hier auch über die App machen, legt dann fest, wo er hin soll, dann fährt er hin. Aber ich habe immer Spaß gehabt an der Fernsteuerung. Das ist vielleicht ein ganz, ganz, ganz kleiner Kritikpunkt. Ansonsten ist das hier ein sehr ausgereiftes und tolles Reinigungsprodukt für euer Zuhause. So, Freunde, ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt, genug Lob gehudelt, aber er hat es verdient. Schaut es euch selbst mal an, wenn ihr interessiert seid, Freunde. Ich verlinke den euch wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mi Apple Cat. Macht's gut.